Im letzten Video haben wir uns mit den Basics und den Grundlagen zu Kennzahlen beschäftigt. In diesem Video steigen wir in die Details zu Kennzahlsystemen ein. Wir finden also Antworten auf die Fragen, was die Merkmale von Kennzahlsystemen sind, welche Arten das es gibt und welchen Nutzen das sie stiften. Und natürlich auch, welche Fehler Sie ganz dringend vermeiden sollten, damit Sie am Ende des Tages keinen Kennzahlenfriedhof in Ihrer Firma haben, der nur Aufwand bedeutet, aber nichts bringt. Los geht's. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Kennzahlensysteme sind strukturierte Zusammenstellungen von Kennzahlen, die verwendet werden, um die Leistung und den Zustand eines Unternehmens, einer Organisation, einer Wirtschaftseinheit zu überwachen, zu analysieren und zu steuern. Diese Systeme ermöglichen es, komplexe Informationen in einer verständlichen und handhabbaren Form darzustellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Starten wir als erstes großes Thema mit den Merkmalen von Kennzahlensystemen. Kennzahlensysteme besitzen bestimmte Merkmale, die sie auszeichnen und ihre Wirksamkeit im Managementprozess sicherstellen. Also in einer Anwendbarkeit für die Steuerung von Organisationen wie einem Unternehmen. Diese Merkmale umfassen erstens Struktur und Organisation, zweitens Zielorientierung, drittens Verbindung und Abhängigkeiten sowie viertens Datenquelle und Genauigkeit. Gehen wir auf Struktur und Organisation mal ein bisschen näher ein. Ein Kennzahlensystem ist nicht einfach nur eine Sammlung von irgendwelchen Einzelkennzahlen, sondern eine organisierte Struktur, in der die Kennzahlen logisch miteinander verknüpft sind. Diese Struktur kann hierarchisch oder netzwerkartig aufgebaut sein. Von einer hierarchischen Struktur spricht man immer dann, wenn die Kennzahlen in einer Baumstruktur organisiert werden, wobei übergeordnete Kennzahlen durch untergeordnete Kennzahlen detailliert werden. Zum Beispiel kann der Umsatz eines Unternehmens durch die Umsätze einzelner Geschäftsbereiche aufgeschlüsselt werden. Man kann also die übergeordnete Kennzahl in einem hierarchischen System sich schrittweise nach unten durcharbeiten. Man spricht dann von einem sogenannten Drill-Down. Umgekehrt errechnet sich natürlich auch der Gesamtumsatz durch die Summe der Einzelumsätze. Das natürlich ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn man statt Umsatz den Gewinn eines Unternehmens nimmt, dann kann es Geschäftsbereiche geben, die den Gewinn erwirtschaften, während andere Geschäftsbereiche vielleicht sogar Verluste schreiben. Und diese Verluste können durch die Gewinne in einer Baumstruktur verdeckt werden. Und daher ist es für eine Steuerung wichtig, diese Kennzahlensysteme aufschlüsseln zu können, was in der Regel mit einer Datenbankstruktur ermöglicht wird. Ein reiner Bericht mit statistischen Zahlen zu einem bestimmten Stichtag. Wie man es oft in PowerPoint macht, reicht es für eine aktive Steuerung eben nicht aus, sondern man nutzt es eben nur für das Nachkommen von irgendwelchen Informations- und Berichtspflichten. Die zweite Struktur eines Kennzahlensystems ist die Netzwerkstruktur. In einer Netzwerkstruktur sind die Kennzahlen durch Beziehungen miteinander verbunden. Und diese Struktur zeigt die Interdependenzen zwischen verschiedenen Kennzahlen auf und ermöglicht somit eine umfassende Analyse der Auswirkungen von einzelnen Variablen. Das ist natürlich deutlich abstrakter als die hierarchische Baumstruktur. Dafür erläutere ich das jetzt mal an klassischen Beispielen. Das erste Beispiel, was vielleicht viele von Ihnen kennen, ist die Balance Scorecard. Mit diesem Kennzahl-System gibt es typischerweise vier Hauptbereiche. Die Finanzperspektive, die Kundenperspektive, die Prozessperspektive und die Entwicklungsperspektive. Erhöht man zum Beispiel die Schulungsstunden von Produktionsmitarbeitern, das ist also aus der Entwicklungsperspektive herausgesehen, dann kann sich das auf die Prozessqualität und eine Kennzahl aus der Prozessperspektive positiv auswirken. Eine verbesserte Prozessqualität kann die Kundenzufriedenheit steigern, das ist jetzt die Kundenperspektive, und damit auch Folgekäufe, den Umsatz, also eine Kennzahl aus der Finanzperspektive entsprechend steigern. So haben wir diese Wirkungsketten und diese Abhängigkeiten eben von der Anzahl der Schulungsstunden für Mitarbeiter an der Produktion bis rauf letztendlich zum Umsatz. Und hier sehen Sie auch ein Beispiel, sehr schön die Unterschiede zwischen vorauseilenden und nachlaufenden Kennzahlen, auf die ich im ersten Teil von dieser kleinen Serie bei den Basics von den Kennzahlen schon ausführlicher eingegangen bin. Die Steigerung der Schulungsstunden ist eine vorauseilende Kennzahl. Der Umsatz, der über die aufgezeigte Wirkungskette beeinflusst werden kann, ist in dem Fall eine nachlaufende Kennzahl. Gehen wir auf das zweite Merkmal von Kennzahlensystemen etwas genauer auf die Zielorientierung ein. Kennzahlensysteme sind stets auf bestimmte Ziele und Zwecke ausgerichtet. Sie werden also entwickelt, um strategische, operative und taktische Ziele zu unterstützen. Strategische Ziele sind meistens langfristige Ziele wie die Marktpositionierung, das Wachstum oder die Innovationsfähigkeit und können durch strategische Kennzahlen gemessen und verfolgt werden. Um operative Ziele zu steuern, nutzt man kurz- bis mittelfristige Ziele wie die Produktionsleistung, die Qualitätskontrolle bzw. man überwacht Effizienzsteigerung durch operative Kennzahlen. Taktische Ziele sind beispielsweise spezielle Maßnahmen und Aktionen, die durch spezifische Kennzahlen bewertet werden, zum Beispiel die Erfolgsquote einer ganz speziellen Marketingkampagne. Die Zielorientierung sorgt dafür, dass also alle Kennzahlen im System einen Beitrag zur Erreichung der übergeordneten Unternehmensziele leisten und nicht isoliert betrachtet werden. Und damit komme ich zum dritten Merkmal von Kennzahlsystemen, die Verbindung und die Abhängigkeiten untereinander. Kennzahlen in einem System stehen oft in Wechselbeziehungen zueinander. Und diese Verbindungen und Abhängigkeiten sind entscheidend für das Verständnis der Gesamtdynamik eines Unternehmens. Zu unterscheiden sind also hier auch Kausalbeziehungen, Wechselwirkungen und Synergien. Was sind jetzt Kausalbeziehungen? Manche Kennzahlen beeinflussen direkt eine andere Kennzahl. Zum Beispiel kann eine hohe Kundenzufriedenheit eine vorauseilende Kennzahl zu einem Umsatzanstieg eine nachhinkende Kennzahl führen. Oder die Anzahl und Dauer von Maschinenstörungen schlägt sich direkt auf die Liefertreue durch. Was sind jetzt Wechselwirkungen? Die Veränderung in einer Kennzahl kann Auswirkungen auf mehrere andere Kennzahlen haben. Beispielsweise könnte eine Erhöhung der Produktionsmenge eine operative Kennzahl sowohl die Produktionskosten, finanzielle Kennzahl, als auch die Lieferzeiten, nämlich operative Kennzahl, beeinflussen. Und dann gibt es natürlich auch hier noch Synergieeffekte. Positive Veränderungen in einer Kennzahl können zu Verbesserungen in anderen Bereichen führen, was einen gesamtheitlichen Nutzen für das Unternehmen erzeugt. Geht natürlich genauso gut auch andersrum. Verschlechtert sich eine Kennzahl, kann es auch in anderen Bereichen Verschlechterungen geben. Die Berücksichtigung dieser Verbindungen und Abhängigkeiten ermöglicht eine ganzheitliche Analyse und trägt zur Vermeidung von Fehlentscheidungen bei, die durch eine isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen leicht entstehen können. Daher sollte man sich in den Verbindungen und den Wechselwirkungen wirklich aktiv bewusst machen und nicht einfach nur Kennzahlen zusammenkramen und die dann irgendwie auf einem dashboard anzeigen, die aber nicht wirklich äh, strukturiert sind und durchdacht sind und in irgendeine entsprechende Form gebracht worden sind. Und mit dem vierten Merkmal von Kennzahlensystemen schließe ich auch dann den Punktmerkmale ab. Es geht um die Datenquellen und deren Genauigkeit. Warum ist es ein ganz zentraler und wirklich wichtiger Punkt? Die Qualität eines Kennzahlensystems hängt stark von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab und die Akzeptanz von Entscheidungen ist bei den Betroffenen nur dann gegeben, wenn die zugrunde liegenden Daten auch wirklich vertraut wird und alle sagen, ja, das stimmt auch so mit meinem Bauchgefühl entweder überein oder mit meinen Beobachtungen, dass man das wirklich so zusammenbringt. Und starten wir mit der Zuverlässigkeit der Datenquellen. Die Daten müssen aus zuverlässigen und vertrauenswürdigen Quellen stammen. Beispielsweise sollten Finanzkennzahlen eben nur auf geprüften Finanzberichten basieren, während operative Kennzahlen aus verlässlichen internen Berichtssystemen abgeleitet werden. Und hier kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich mit Ihnen wirklich teilen möchte, weil sie einfach exemplarisch dafür steht, wie wichtig dass es ist, dass man eben seinen Daten auch wirklich vertrauen kann. In einem Betrieb, bei dem ich als Berater unterwegs war, ging es um die Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität einer Maschine. Das nennt man auch OEE oder Gesamtanlageneffektivität. Die OEE besteht ja bekanntlich aus drei großen Faktoren, nämlich die Verfügbarkeit der Maschine, die Geschwindigkeit der Maschine und die Qualität des Outputs. Die Qualität der Produkte, die in dem Betrieb gefällt worden sind, die war durchschnittlich auf einem sehr hohen Niveau, deswegen war das jetzt nicht ein großer Faktor, an dem man arbeiten musste. Aber insgesamt war die OEE sehr, sehr niedrig, weil die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit auf einem extrem tiefen Niveau waren. Den Maschinenführer wurde der Vorwurf gemacht, sie sollten die Maschine doch bitte schön schneller fahren und nicht bummeln. Und diese, also die Maschinenführer, wiesen also diesen Vorwurf immer als vollkommen ungerechtfertigt zurück. Die Zahlen zur Geschwindigkeit zeigten aber eindeutig Bummelei. Die Maschine wurde nur mit etwa 50% der technisch möglichen Geschwindigkeit gefahren. Also bin ich jetzt an die Maschine gegangen, sogar an der Gamba Walk, und habe mir das Ganze mal wirklich angesehen, was passiert denn da eigentlich an der Maschine? Und tatsächlich war die Maschine auf rund 90% der Geschwindigkeit eingestellt. Das war so ein, so ein Drehschieber, den man entsprechend einstellen konnte und sie lief auf 90% der vom Hersteller angegebenen Maximalgeschwindigkeit. Also das war echt zügig. Was war es da los? Warum ist es so zu einer Diskrepanz gekommen? Hat man den Maschinenführer wirklich Unrecht getan? Ich habe mir einen Techniker an die Maschine kommen lassen und mir zeigen lassen und erklären lassen, wie eigentlich die Daten erhoben werden. Und am Ende von dieser Maschine war also ein Sensor, der die produzierten Stücke erfasst. Es war so eine Fotozelle und immer wenn die durchgelaufen sind, dann hat es eben wirklich gezählt. Und der Sensor hat auch korrekt gezählt. Wir haben das überprüft. Die Anzahl der produzierten, produzierten Stücke wurde also durch die Laufzeit der Maschine geteilt, was dann zur Geschwindigkeit in den Daten liegt. Das war soweit auch korrekt. Und dann ist es passiert. Die Maschine hatte eine Störung, die nach 4 Minuten und 36 Sekunden behoben war. Ich habe nämlich eine Stoppuhr mitlaufen lassen. In der Zeit stand die Maschine und es wurden null Stück produziert. Ich habe die Maschinendaten mit danach angeschaut und die Störung, die ich selbst beobachtet hatte, war in den Daten nicht vorhanden als Stopp. Habe ich wiederum nachgefragt, warum fehlen diese Stoppdaten eigentlich, diese Stoppzeiten in den Maschinendaten? Konnte sich auch erstmal keiner groß erklären. Und dann habe ich irgendwann in dem Betrieb einen wirklich sehr langjährigen und erfahrenen ITler gefunden, der sich daran erinnert hat, dass man vor vielen Jahren, wie man das ganze System eingeführt hat, Störungen so eingestellt hat, dass die erst ab einer Dauer von fünf Minuten als Stillstand registriert wurden. Das hatte den Grund, dass man die Maschinenführer davon entlasten wollte, dass die bei jeder Kurzzeitstörung einen Störungsgrund an ihr schon eingeben müssen. Also die haben. Eine Kurzzeitstörung gehabt, das ist gleich behoben worden, Maschine läuft wieder, zack, alles gut, müssen dann extra wieder zum Terminal laufen und irgendwelche Gründe eingeben und ähnliches. Aber dieser Umstand ging im Laufe der Jahre einfach vergessen, den wusste keiner mehr. Und in Wirklichkeit lief die Maschine also viel schneller, als die Daten zeigten, aber war durch die vielen Kurzzeitstörungen, die kürzer als fünf Minuten waren, oft ganz knapp an diesen fünf Minuten, und diese, diese Störungen, die fehlten in den Daten, viel weniger verfügbar, als die Verfügbarkeitsdaten zeigten. Also war nicht die Bummelei der Maschinenführer der Grund für die niedrige OEE, sondern die Tatsache, dass die Maschine praktisch nie lief. Aus den Daten heraus hat man den Maschinenführern tatsächlich Dinge unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprachen. Was glauben Sie, was mit der Motivation von Mitarbeitern passiert wäre, wenn man jetzt wegen Bummelei oder ähnliches zum Beispiel Zulagen gekürzt hätte? Verstehen Sie jetzt, warum das unfassbar wichtig ist, die Zuverlässigkeit von Daten wirklich aktiv zu überprüfen und sicherzustellen, dass man den Daten auch wirklich vertrauen kann? Und wer sich mehr für das Thema OEE oder Gesamtanlageneffektivität interessiert, der findet hier von mir eine kleine Playlist zum Thema mit ganz, ganz vielen Insider-Tipps, die ich da wirklich teilen kann. Kennen Sie vielleicht den Satz, nichts ist so langweilig wie die Zeitung von gestern? Womit wir bei der Aktualität von Daten sind? Also für ein effektives Monitoring. Und eine rechtzeitige Entscheidungsfindung müssen die Daten natürlich aktuell sein. Verzögerte oder veraltete Daten können zu falschen Schlussfolgerungen und ineffektiven Maßnahmen führen. Und auch dazu habe ich ein Beispiel. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch der eine oder andere an die langen Listen mit Aktienkursen in den Tageszeitungen. Die waren immer auf diesen großen Zeitungen abgedruckt in ganz kleiner Schrift, die riesigen Kolonnen. Und bis diese Listen gedruckt und beim Leser waren, waren die Aktienkurse ja schon mindestens zwei Tage alt. Also für eine Anlageentscheidung waren die Aktienkurse in den Zeitungen eigentlich unbrauchbar. Aber es gab nichts anderes früher und für Privatanleger sowieso nicht. Die Tageszeitungen von früher sind heute die PowerPoints für den Vorstand oder den Geschäftsführer. Hübsch aufbereitet, aber leider veraltet. Interaktive kennzahlen Sports mit nahezu Echtzeitdaten sind hier das Maß der Dinge. Und wenn Sie Interesse an Videos zum Thema Kennzahlen, Sports und wie man sowas mit Data Warehouse Lösungen aufbaut, äh, wenn Sie da wirklich Interesse dran haben, dann schreiben Sie mir das bitte in die Kommentare. Ich bin am Überlegen, ob ich dazu vielleicht ein paar Videos machen soll, aber das ist ein ziemlich großer Aufwand, weil ich die wirklich Schritt für Schritt Tutorials machen würde in dem Fall. Deswegen mache ich das nur dann, wenn hier aktives Interesse dafür besteht. Also wenn genügend Interesse da ist, werde ich das Thema gerne aufgreifen. Damit schließe ich den Punkt Merkmale von Kennzahlensystemen ab und komme damit zum Punkt Arten von Kennzahlensystemen. Also was für Kennzahlarten gibt es denn eigentlich? Es gibt drei Grundarten von Kennzahlensystemen, die sich im Wesentlichen dadurch entscheiden, wer der Adressat des Kennzahlensystems ist und welcher Zeithorizont zugrunde liegt. Der erste Grundtypus ist das finanzielle Kennzahlensystem. Finanzielle Kennzahlensysteme konzentrieren sich auf die Überwachung und Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie umfassen Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Rentabilität, Liquidität und Kapitalstruktur. Solche Systeme sind entscheidend für die Bewertung der wirtschaftlichen Gesundheit und der finanziellen Stabilität eines Unternehmens. Die Adressaten solcher Kennzahlen sind also oft dann die Anteilseigner eines Unternehmens oder die Gläubiger oder die Kreditgeber eines Unternehmens, also Lieferanten, Banken, Aktionäre. Im Kern sollen die finanziellen Kennzahlensysteme also die Frage beantworten, ob ich mein finanzielles Engagement mit diesem Unternehmen angemessen für Zins zurückerhalte oder ob es da entsprechende Risiken gibt. Eines der bekanntesten Beispiele für ein finanzielles Kennzahlensystem ist das DuPont-Kennzahlensystem, was sich bei uns unter dem Namen ROI-Baum eingebürgert hat. ROI steht hier für Return on Invest, also die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Operative Kennzahlensysteme fokussieren sich auf die Überwachung und Steuerung der täglichen Geschäftsprozesse und Aktivitäten. Sie messen also die Effizienz, die Produktivität und die Qualität der operativen Abläufe. Und diese Systeme sind darauf ausgelegt, kurzfristige Leistungsziele zu erreichen und die operative Exzellenz zu verbessern. Beispiele sind jetzt hier Durchlaufzeiten, insbesondere bei mehrstufigen Produktionsprozessen, Fehlerquoten oder die Gesamtanlageneffektivität, die OEE, die wir heute schon mal angesprochen hatten. Mit Maßnahmen aus dem Lean und dem Prozessmanagement wirkt man durch die stetige Verbesserung auf diese Prozesse ein und sieht dann eben die Wirksamkeit seiner Maßnahmen in den operativen Kennzahlen. Die müssen sich dann nämlich verändern, das Ganze muss beobachtbar sein. Wenn Sie Maßnahmen durchführen, deren Ergebnis nicht beobachtbar ist, dann ist es nicht wirklich eine effiziente Art und Weise, seine Prozesse zu verbessern. Nutzer und Adressaten dieser Kennzahlensysteme sind Mitarbeiter bis hin zur höheren Management-Ebene. Aber tatsächlich gehören solche operativen Kennzahlen allen Mitarbeitern wirklich zugänglich gemacht, dass die sich auch informieren können, dass auch jeder auf dem gleichen Stand der Sache ist. Strategische Kennzahlensysteme hingegen sind auch ausgelegt, langfristige Unternehmensziele zu unterstützen und die strategische Ausrichtung eines Unternehmens zu steuern. Sie integrieren sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Kennzahlen, um eine umfassende Sicht auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu bieten. Beispiele sind jetzt hier Marktanteil, Kundenzufriedenheit, Innovationsrate und ähnliches. Adressaten und Nutzer dieser Kennzahlensysteme sind also das Topmanagement, das Unternehmen oder das Kennzahlensystem nutzen, um die langfristige Ausrichtung des Unternehmens wirklich zu steuern. Welchen Nutzen stiften jetzt Kennzahlensysteme? Oder etwas salopp formuliert, brauche ich das? Muss ich jetzt ein Kennzahlensystem haben, wenn ich einen Handwerksbetrieb mit 15 Leuten habe? Kennzahlensysteme sind also wertvolle Instrumente im Management, die eine Vielzahl von Nutzen bieten. Und diese Systeme helfen Unternehmen und vor allem auch den Unternehmern, komplexe Informationen zu strukturieren, Leistungsüberwachung zu überwachen, zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und das sind die wesentlichen Nutzen von Kennzahlensystemen. Erstens, Transparenz schaffen. Kennzahlensysteme liefern klare und verständliche Informationen über die Leistungsfähigkeit und den Zustand des Unternehmens. Sie machen also komplexe Sachverhalte sichtbar und verständlich, was die Kommunikation, das Verständnis innerhalb des Unternehmens allgemein verbessert. Als Beispiel dazu ein Dashboard, das Verkaufszahlen, Produktionskosten und Kundenzufriedenheit anzeigt gibt natürlich einen umfassenderen Überblick über die aktuellen Geschäftsergebnisse, als wenn ich das nur aus dem Bauchgefühl mache und aus vereinzelten Rückmeldungen, die ich vielleicht irgendwo von jemandem mitbekomme. Zweitens, die Steuerung und die Kontrolle werden durch Kennzahlensysteme ermöglicht. Durch die kontinuierliche Überwachung und die Analyse von Kennzahlen können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse effektiver steuern und kontrollieren. Kennzahlensysteme helfen dabei, Abweichungen von den Zielvorgaben frühzeitig zu erkennen. Und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Auch damit ein Beispiel: Ein Unternehmen nutzt ein Kennzahlensystem, um die Lagerbestände zu überwachen und sicherzustellen, dass die Bestände wirklich optimal sind, möglichst gering, aber trotzdem Produktionsunterbrechungen vermieden werden. Drittens, Kennzahlensysteme sind ganz oft ein Frühwarnsystem. Kennzahlensysteme dienen in dem Fall als Frühwarnsystem, das es dem Unternehmen ermöglicht, potenzielle Probleme und Risiken frühzeitig zu identifizieren. Das gibt den Entscheidungsträgern dann immer die Möglichkeit, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, bevor sich negative Entwicklungen manifestieren und zeigen. Das heißt, mit einem Kennzahlensystem kommt man ein bisschen aus dem reaktiven Firefighting-Modus raus und kann proaktive einfach Risiken vorbeugen. Und da auch ein Beispiel, ein Rückgang der Kundenzufriedenheit, kann frühzeitig erkannt werden, sodass Unternehmen Maßnahmen ergreifen kann, um die Ursachen zu analysieren und vor allem auch zu beheben bevor es zu kritischen Umsatzrückgängen kommt. Viertens. Kennzahlensysteme liefern Entscheidungsunterstützung. Sie liefern die notwendigen Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie helfen auch den Führungskräften dabei, Daten und Fakten zu analysieren und um die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auch besser zu verstehen. Auch da ein Beispiel. Ein Unternehmen plant eine Expansion und nutzt Kennzahlensysteme, um die Rentabilität verschiedener Märkte zu bewerten. Und den besten Standort für neue Filialen zum Beispiel auszuwählen. Fünftens, die Leistungsbewertung und die Motivation wird gefördert. Durch die regelmäßige Bewertung der Leistung anhand von Kennzahlen können Unternehmen die Leistung von Mitarbeitern und Prozessen und Abteilungen wirklich objektiv beobachten und vor allem auch beurteilen. Und dies fördert durchaus eine leistungsorientierte Kultur und motiviert auch wirklich Mitarbeiter, ihre Ziele zu erreichen. Denn wenn ich ein Ziel habe, was ich erreicht habe, das befriedigt sehr. Auch dann Beispiel: Verkaufsziele werden eben oft durch spezifische Kennzahlen wie Umsatz oder Anzahl neuer Kunden bewertet. Mitarbeiter, die ihre Ziele eben erreichen und übertreffen, werden entsprechend anerkannt und belohnt. Das können finanzielle oder nicht finanzielle Anreize sein. Auf jeden Fall gibt es eben auch entsprechend eine Heraushebung von den Leuten, die auch ihre Ziele erreichen. Sechstens: Die Zielorientierung als solche sicherstellen. Kennzahlensysteme helfen dabei, die Unternehmensziele klar zu definieren und sicherzustellen, dass alle Aktivitäten auf diese Ziele ausgerichtet sind. Sie fördern also die Ausrichtung der individuellen und teambezogenen Ziele auf die strategischen Unternehmensziele. Auch da ein Beispiel, ein Kennzahlensystem wie die Balance Scorecard integriert jetzt finanzielle und nicht finanzielle Ziele, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensbereiche zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen. Das gleiche Prinzip gilt auch für andere Systeme wie Hoshin Country oder Objectives and Key Results. Letztendlich sind alle diese Kennzahlensysteme darauf ausgelegt, das Wirken und das Arbeiten von allen Einheiten auf die gleiche Vision und die gleichen Ziele auszurichten. Kennzahlensysteme steigern die Effizienz und Effektivität, ist der siebte Punkt. Durch die kontinuierliche Überwachung und die Analyse von Kennzahlen können Unternehmen ineffiziente Prozesse identifizieren und verbessern. Man kann also ganz zielgerichtet herausfinden, an welcher Stelle hakt es denn eigentlich. Und dies führt eben zu der Steigerung der Effizienz und der Effektivität der Geschäftsabläufe. Auch da ein Beispiel: ein Produktionsunternehmen verwendet Kennzahlen zur Überwachung der Durchlaufzeiten und identifiziert einfach Engpässe, die durch die Prozessoptimierung dann eben beseitigt werden können. Achter Punkt: Benchmarking und Wettbewerbsfähigkeit. Kennzahlensysteme ermöglichen das Benchmarking der eigenen Leistung gegenüber der Leistung von Wettbewerbern oder branchenüblichen Standards. Das ist zum Beispiel im Handel ganz, ganz wichtig, dass man eben sieht, sind meine Verkaufszahlen pro Quadratmeter Verkaufsfläche oder pro äh, Regalmeter ungefähr im Standard der Branche, bin ich drüber oder drunter. Das hilft also Unternehmen wirklich, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten und Verbesserungspotenziale auch zu identifizieren. Also ein Beispiel, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, ein Unternehmen vergleicht seine Kostenstruktur und seine Produktivität mit denen von führenden Wettbewerbern, um einfach wettbewerbsfähiger auch zu werden. Das kann auch sein, wie hoch ist zum Beispiel mein Personalkostenanteil im Vergleich eben zur Branche, welches in den gleichen Umsatzgrößen sehen. Neunter Punkt, Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung. Kennzahlensysteme können auch als Nachhaltigkeitskennzahlen mit rein integrieren, um sicherzustellen, dass Unternehmen umweltfreundliche und sozial verantwortliche Praktiken verfolgt und langfristig Werte schafft. Dann Beispiel. Ein Unternehmen misst seine CO2-Emissionen, den Energieverbrauch und die sozialen Auswirkungen seiner Aktivitäten, um nachhaltige Geschäftspraktiken einfach zu fördern. Mit der CSRD-Richtlinie der Europäischen Union wird das für große Unternehmen oder Unternehmen von öffentlichem Interesse sogar zur Berichtspflicht. Also das ist nur dann man kann mal und Nice to have, sondern für bestimmte Unternehmen ist es bereits heute eine echte Berichtspflicht. Zehnter Punkt, vom Nutzen her, ein Kennzahlensystem verbessert die Kommunikation, die Zusammenarbeit. Kennzahlensysteme fördern die Kommunikation, die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, weil sie eine gemeinsame Basis für Diskussionen und Entscheidungsprozesse bieten, sofern man eben auch allen Menschen im Unternehmen diesen Zugang zum Kennzahlensystem auch wirklich ermöglicht. Sie helfen dabei, also die Ziele und Leistungen klar zu kommunizieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen zu stärken. Aber eben nur dann, wenn man eben tatsächlich auch Zugang dazu hat. Also als Beispiel regelmäßige Meetings, in denen die aktuellen Kennzahlen präsentiert und diskutiert werden, fördern den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Produktion und anderen Abteilungen. Die klassischen Beispiele sind auch hier Shopfloor-Meetings oder die Shopfloor-Tafel, zu denen sich auch hier weitere Informationen finden. Da geht es auch bei der Shopfloor-Tafel ganz viel um das Darstellen von Kennzahlen, die einfach für die Linie, für den Bereich, entsprechend wichtig sind. Und damit ist auch die Frage nach dem Brauche ich das ja schon fast beantwortet. Wenn Sie als Führungskraft in einem Unternehmen Verantwortung tragen und nicht täglich selbst überall vor Ort sein können und alles selbst sehen, besprechen und überwachen können, sind Kennzahlensysteme auch für kleine Unternehmen so ab zehn Mitarbeiter Größenordnung mit Sicherheit sinnvoll. Also spätestens dann, wenn Sie zum Beispiel zwei Montagekolonnen haben, die auf unterschiedlichen Baustellen arbeiten. Macht es schon Sinn, dass man sich mal mit den ersten grundlegenden Kennzahlen wirklich beschäftigt? Das sind natürlich jetzt dann keine Mega-Dashboards und wir brauchen da auch keine High-End-Lösungen, aber so ein paar ganz grundlegende finanzielle Kennzahlen wie Gewinnmarge, Umsatzwachstum, tatsächliche Zahlungsziele von den Kunden oder die Liquidität und so ein paar einfache operative Kennzahlen wie Fehlerquoten oder Durchlaufzeit machen da absolut Sinn, dass man die sich regelmäßig anschaut. Und damit komme ich zu dem Punkt, Typische Fehler und wie Sie diese auch entsprechend vermeiden können. Fehler Nummer eins, Sie übernehmen sich. Sie wollen ein ausgeklügeltes Kennzahlensystem, aber unterschätzen den Erfassungs- und Pflegeaufwand. Speziell in kleinen Unternehmen, die jetzt noch wenig Automatisierung haben und wenig durchgängige IT-Systeme, war ich schon oft vor Ort und habe Sie bei dem Thema unterstützt und habe immer wieder erlebt, weniger ist mehr. Glauben Sie mir das wirklich. Suchen Sie sich nur ein paar ganz einfache Kennzahlen raus, aber verfolgen Sie die konsequent nach. Fehler Nummer zwei. Kennzahlen ohne Konsequenz, damit Sie bei dem Nachverfolgen. Wenn Sie das Kennzahlensystem nicht nutzen, dann lassen Sie es bitte bleiben. Wenn Sie mühselig die Durchlaufzeit erheben, aber keine Maßnahmen zur Verbesserung, zur Verkürzung der Durchlaufzeiten umsetzen, weil durch das Tagesgeschäft jetzt oder in den nächsten acht Jahren keine Zeit ist. Dann sparen Sie sich das Erheben der Durchlaufzeit. Wenn Sie die Kennzahlen nicht tagtäglich besprochen werden und tatsächlich im Team miteinander sich das anschauen und die auch aktuell sind und so weiter, ist das unnötiger Aufwand, die wirklich zu erheben. Dann lassen Sie es einfach bleiben und sagen: Ich führe mein Unternehmen, wie ich es bis jetzt geführt habe, wird schon alles gut gehen. Dann, dann sparen Sie einfach diesen Aufwand. Fehler Nummer drei: manuelle Datenerfassung. Wenn Sie nicht automatisiert die notwendigen Daten erfassen können, sondern da irgendwelche Mitarbeiter anfangen, in Strichlisten zu führen, dann wird früher oder später die Erfassung nicht mehr durchgeführt und die Kennzahlen sind dann irgendwann auch nicht mehr aktuell und Sie haben den berühmten Kennzahlenfriedhof. Das kann man sich auch sparen. Man muss also am Anfang immer anschauen, wie komme ich an die Datenquelle ran, wie kann ich die entsprechend anzapfen, damit ich automatisiert diese Daten auch erheben kann. Fehler Nummer 4. Geben Sie mir die drei wichtigsten Kennzahlen, um mein Unternehmen zu steuern. Diesen Satz habe ich gefühlt hundertmal von Geschäftsführern gehört. Das ist Käse. Die drei Kennzahlen, um Ihr Unternehmen zu führen, gibt es nicht. Sie müssen sich schon damit auseinandersetzen und im jeweiligen Kontext die dann passenden Kennzahlen nutzen. Und deswegen sprechen wir ja von einem Kennzahlensystem und nicht von drei zusammengewürfelten Einzelkennzahlen. Fehler Nummer 5. Ich kaufe mir das Buch, die 1000 schönsten Kennzahlen, und ich suche mir die 10 besten aus. Sie haben sicher aus diesem Video mitgenommen, dass es immer um den Kontext und die Zielsetzung bei Kennzahlensystemen geht. Deswegen braucht auch der Aufbau eines Kennzahlensystems eine gewisse Planung und Systematik und eben kein zusammengewürfeltes Kennzahlenchaos. Was sind jetzt so Ihre Takeaways aus diesem Video, dass es doch deutlich länger geworden ist und umfangreicher wurde, als ich es am Anfang gedacht hatte? Wollen Sie mehr von diesem Kennzahlen, Daten, KPI und Steuerungskram? Dann schreiben Sie mir das bitte in die Kommentare rein und vor allem, welcher Aspekt Sie dabei besonders interessiert. Geht es um die Kennzahlen- und Datenerhebung? Geht es um das Thema Data Warehousing? Geht es um das Thema Auswertung? Geht es um das Thema, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Oder geht es eben auch um die Frage, welche Kennzahlen soll ich denn überhaupt nehmen? Also schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare rein, dann kann ich da speziell entsprechend drauf eingehen. Und im nächsten Video geht es um die verschiedenen Betrachtungsbereiche von Kennzahlen und Kennzahlensystemen, die sich mehr an den Prozessen im Unternehmen orientieren als an den Abteilungen und den Funktionen. Damit habe ich nämlich in den letzten Jahren einfach viel bessere Erfahrungen gemacht als mit dem ganz üblichen Kennzahlenzeug, was man so in Büchern und Unternehmen so findet. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.